Denn die göttliche Liturgie hat kaum Hymnographie. Die gesungenen Texte sind sehr kurz, und die gesprochenen Gebetstexte kann man zwar natürlich auch als Dichtung bezeichnen, aber sie sind doch keine Gedichte, also keine Hymnen und waren auch nie zum Singen gedacht. Das heißt, wenn ich von Hymnographie spreche, dann meine ich Texte, die von Anfang an als gesungene Hymnen verfasst wurden. Noch ein Wort dazu, wie ich überhaupt zu der Beschäftigung mit der Hymnographie oder mit den Hymnographen, also den Autoren der Hymnographie kam, ist dieses Fresko. Das ist ein Fresko im südlichen Paraklision, also in der südlichen angebauten Kirche im Kloster Chora in Konstantinopel oder in Istanbul. Was daran bemerkenswert, oder darin sind viele Dinge bemerkenswert, aber was für mich jetzt besonders ist, die beiden Figuren hier, die großen Figuren, die hier im Vordergrund sind, die beiden, in aller Regel sind an der Stelle in den Kirchen unter der Kuppel Evangelisten dargestellt, normalerweise. Den wir hier aber sehen, sind zwei und zwei, also insgesamt vier Hymnographen, hier Johannes von Damaskus und Cosmas von Majoma, und auf der anderen Seite der Kuppel praktisch Josef, den Hymnographen, und Theophanes Graptos. Es sind vier sehr berühmte Hymnographen, die hier den Platz von Evangelisten einnehmen. Und diese Darstellung hat mich vor einigen Jahren so erstaunt, dass ich gedacht habe, dass ich herausfinden will, warum eigentlich die Hymnographie bzw. die Hymnographen eine so wichtige Stellung genießen in der orthodoxen Kirche. Ja, dass die Hymnen sich selbst als gesungene Theologie verstehen, verdeutlichen zum Beispiel diese beiden Troparia, also diese beiden kurzen Gesänge. Zu den verschiedenen Gattungen der Hymnographie komme ich nachher noch. Also einmal in einem solchen kurzen Gesang aus dem Fest der Geburt Christi, also von Weihnachten, wo es heißt: Wir bringen dir als unserem Gott und Heiland den Reichtum der rechtgläubigen Theologie oder der orthodoxen Theologie dar. Also das heißt, unser Gesang ist eine Darbringung an Gott, und sie soll unsere Rechtgläubigkeit auch zum Ausdruck bringen. Und ein anderes Troparion im Gottesdienst für den heiligen Basilius den Großen, dort singen wir: Freudig hast du, Basilius, ist an Basilius gerichtet, freudig hast du das Evangelium des Königtums Gottes gepredigt, o Basilius, und die rechtgläubige oder orthodoxe Lehre in der Kirche verströmt. Durch diese werden wir erleuchtet. Und jetzt, das ist meine ein bisschen umständliche Übersetzung: Durch diese werden wir erleuchtet und sprechen theologisch und singen verherrlichend die heilige Dreiheit. Also dort sind nur zwei Verben: Theologumen, Kedoxasomen. Also dass die Theologie sprechen und Gott verherrlichen, geht Hand in Hand miteinander. Ja, ich hatte gesagt, ich sage ein paar Worte zu den einzelnen Gattungen der orthodoxen Hymnographie und auch zur Struktur des Gottesdienstes. Die meisten hymnographischen Texte, die wir bis heute verwenden, sind im monastischen Kontext entstanden. Über den Gottesdienst im Kontext städtischer Gemeinden in Byzanz wissen wir eigentlich erstaunlich wenig. Die Gottesdienststruktur in ihrer heutigen Form ist im Grunde eine Mischung aus einigen Elementen des Kathedralgottesdienstes. Dazu gehören zum Beispiel Litaneien, Prozessionen innerhalb der Kirche, einige Rudimente von gedichteten Predigten, und auf der einen Seite und auf der anderen Seite großen Teilen des monastischen Gottesdienstes, und zwar Gesänge wie der Kanon, Troparia, biblische Oden, Stundengebete und solche Dinge. Ich erkläre es gleich alles noch. Diese verschiedenen Gattungen von Gesängen oder von Dichtung werden zu einem ziemlich ja raffinierten System zusammengefügt, die sozusagen sich einteilen lässt in, also einerseits Tagzeiten. Jeder Tag beginnt am Abend, logischerweise, und geht über in den Spätabend. Dann kommt der Mitternachtsgottesdienst, der Morgengottesdienst und dann natürlich die göttliche Liturgie. Jeder Tag also 7 Tage bilden eine Woche, und jeder Wochentag ist einem bestimmten Ereignis oder eine Gruppe von Heiligen gewidmet. Also der Sonntag natürlich der Auferstehung, Montag den Erzengeln, Dienstag Johannes dem Täufer, Mittwoch und Freitag dem Kreuz und der Gottesmutter, Donnerstag den Aposteln und dem heiligen Nikolaus, wir haben es heute Morgen gehört, und der Samstag den Märtyrern und dem Totengedenken. Und jede Woche, also wir haben im Jahr ja 52 Wochen, aber die Wochen werden in größere Einheiten von 8
zusammengefasst und jede Woche steht in einer Kirchentonart. Also das heißt, wir haben auch noch sozusagen einen wöchentlichen Zyklus von Kirchentonarten. Also jetzt im Moment stehen wir im dritten Ton, ab Sonntag kommt der vierte Ton und so weiter. Dazu kommt natürlich, dass wir nicht nur in Wochenzyklen denken, sondern auch in Monatszyklen. Und unser Jahr beginnt eben nicht nur an einem Sonntag, oder unsere Woche beginnt nicht nur am Sonntag, sondern unser Jahr beginnt auch am 1. September. Und jeder solche Monatstag ist natürlich einem Heiligen oder einem Fest gewidmet. Und das sind sozusagen insgesamt die unbeweglichen Feste, inklusive Weihnachten, Theophanie und den anderen großen Festen, die eben einem bestimmten Monatstag zugeordnet sind. Im Gegensatz zum Osterfestkreis, der sich natürlich an Ostern orientiert. Und jetzt diese einzelnen Elemente, also die Tageszeit, in der wir uns befinden, der Wochentag, der heute ist, die Kirchentonart, in dem diese Woche steht, und dann dazu noch der Monatstag, sie werden Tag für Tag zu so einem raffinierten System zusammengefasst, in dem die Gesänge irgendwie ihre Ordnung bekommen. Zu den Kirchentonarten. Die Kirche in Byzanz hat weitgehend die Harmonien der römischen Kultur übernommen, aber ab dem 7. und 8. Jahrhundert stark systematisiert und klassifiziert. Und dabei sind ähnlich wie im Westen, wie gesagt, 8 Kirchentonarten entstanden, die jeweils eine etwas andere Atmosphäre schaffen. Also wir kennen heute Dur und Moll sozusagen als ganz grobe Unterscheidungen, harmonische Unterscheidungen, und jeder, der ein bisschen musikalisch gebildet ist, hört sofort oder versteht natürlich, dass Dur eine ganz andere Atmosphäre hat als Moll, aber man kann natürlich die musikalische Skala auch noch auf andere Weisen bilden, und jeweils jede Skala hat ein bisschen ihre eigene Färbung. Und so hat jede Kirchentonart auch ihre eigene Färbung. Und es gibt ein Werk, das auch Johannes von Damaskus zugeschrieben ist, in dem er sich Gedanken macht über diese Kirchen, über diese Tonarten oder über die Atmosphären, die jede Tonart schaffen soll im Gottesdienst. Ja, dazu kommt noch eine kleine Komplikation, nämlich, dass es von jeder Kirchentonart mehrere Varianten gibt, je nachdem, um welche Art von Dichtung es sich handelt. Ja, was für Arten von Dichtungen kann es denn geben? Psalmen natürlich habe ich jetzt mit aufgelistet, sozusagen der Klarheit halber. Wobei wir Psalmen natürlich eine andere, also sind biblische, eine biblische Form der Dichtung, und wie sie musikalisch gedacht waren, wissen wir eigentlich nicht genau. Dann die sogenannten biblischen Oden. Das sind andere Stellen in der Heiligen Schrift, vor allem im Alten Testament, aber auch ein paar im Neuen Testament, in denen Menschen irgendwas singen. Also es singen zum Beispiel die Israeliten nach dem Durchzug durch das Rote Meer, singen sie ein Siegeslied. Es singt zum Beispiel Jonas, nachdem er aus dem Bauch des Meerungeheuers errettet wurde, singt auch ein Triumphlied oder ein Dankeslied für seine Rettung. Es singt die Gottesmutter bei der Begegnung mit Elisabeth und so weiter. Also die biblischen Oden sind Stellen in der Bibel, in der Menschen irgendwas singen. Und diese Oden wurden sehr früh schon auch verwendet im Gottesdienst, dann außerhalb ihres Kontextes, im Gottesdienst, und dann weitere, ja, neue sozusagen kleine Gedichte dazu gedichtet, die thematisch dazu passen. Ja, das Troparion, ich habe den Begriff vorhin schon verwendet, ist ein kurzes Gedicht sozusagen aus 2 bis 6 Zeilen ungefähr und kann für sich allein stehen oder mit mehreren Troparia zu einer größeren Einheit verbunden werden. Ähnlich Stichira sind auch kurze Gesänge, aber ihre Besonderheit besteht darin, dass sie im Wechsel mit bestimmten Psalmenversen gesungen werden, und daher Stichira, also sie werden zusammen mit anderen Versen gesungen. Ja, es gibt auch Hymnen ohne ein bestimmtes System oder poetische Gebete, vor allem in der frühchristlichen Zeit. Also der heilige Ephrem der Syrer hat ganz wundervolle hymnische Gebete, die aber in unserem Gottesdienst nicht mehr so richtig zum Einsatz kommen. Ja, dann das Kondakion. Das Kondakion ist eigentlich ein Rudiment, ein Rest von etwas, was früher eine gedichtete Predigt war. Ich werde nachher ein Beispiel dafür anführen. Und dann eben der Kanon, der heute den größten Teil unseres Gottesdienstes auch einnimmt. Und das ist ein komplexes Gebilde aus diesen biblischen Oden und einer Überleitung und dann mehreren Troparia pro Ode. Ja, die Hymnographie würde ich bezeichnen unter anderem auch als eine Brücke zwischen Gegenwart und Ewigkeit. Justine hat vorhin schon gesagt, dass die meisten oder in vielen unserer Gesänge das Heute
präsent ist. Also heute gebiert die Jungfrau und so weiter. Das verdeutlicht zum Beispiel diese Darstellung in einem Kloster in Bulgarien, Batschkovo. In der Mitte ist das Entschlafen der Mutter Gottes dargestellt und zur rechten und linken Seite wird sie flankiert, wieder von zwei Hymnographen, Johannes von Damaskus und Cosmas von Maioma, die aber so dargestellt sind, als würden sie hier im Kirchenraum stehen. Und gleichzeitig zeigen sie auf dieses Ereignis des Entschlafens der Mutter Gottes und bilden so sozusagen so eine Überleitung zwischen dem Raum, in dem wir jetzt lebende Menschen stehen, und dem Ereignis, über das wir singen. Ja, und darin besteht eben, wie gesagt, auch ein wesentliches Merkmal der orthodoxen Hymnographie, nämlich, ein weiteres wesentliches Merkmal besteht darin, dass diese Hymnen sehr theologisch und sehr dicht geschrieben sind. Daher auch natürlich das Wort Dichtung. Und das ist zwar seit den frühesten Dichtungen, frühchristlichen Dichtungen der Fall und bekommt aber seit dem 8. Jahrhundert eine neue Qualität. Warum? Die meisten Dichter, von denen wir, deren Werke wir heute auch bis heute singen, kommen aus Palästina. Zum Beispiel der heilige Andreas von Kreta, Johannes von Damaskus, Cosmas von Maioma. Und sie alle setzen sich dort in Palästina philosophisch intensiv mit Begriffen wie Person, Hypostase, Wille, Natur und so weiter auseinander. Und diese theologische Auseinandersetzung bringt sie zu der Erkenntnis, dass ein Bewusstsein oder eine Klarheit darüber im Volk fehlt. Und sie kommen zu der Erkenntnis sozusagen, dass diese Begriffe unters Volk gebracht werden müssen, und tun das mit Hilfe der Hymnen. Warum verstehen sie das, dass irgendwas im Volk unklar ist? Sie verstehen das dadurch, dass im Bilderstreit des 8. und 9. Jahrhunderts, in dem die Frage angezweifelt wurde, ob wir Ikonen brauchen und was wir eigentlich machen, wenn wir Gott im Bild darstellen, dass da die Begriffe durcheinander geworfen wurden, dass da es an Klarheit mangelt. Und ich denke, das wird nachher im Referat auch noch, also über die Ikonentheologie nochmal angesprochen werden. Also ihnen wird klar, dass die Theologie in die Hymnen gehört. Und deswegen kommt es im 7. oder ab dem 8. Jahrhundert zu so einer Blüte der Hymnographie. Ja, einige Beispiele. Eines, ich hatte vorhin das Kondakion genannt als Rudiment einer gedichteten Predigt, oder was heute nur noch als Rudiment einer gedichteten Predigt vorhanden ist. Ursprünglich waren das solche Werke aus mehreren oder zwei Dutzend oder auch mehr Strophen, die melodisch und rhythmisch sind und daher auch schnell auswendig gelernt werden können. Und der berühmteste Dichter solcher Kondakia ist der heilige Romanos der Melode, der Diakon war in Konstantinopel, der sozusagen mit dieser Gattung auf den Plan getreten ist. Und das berühmteste seiner Kondakia ist das zu Weihnachten. Besteht aus 24 solcher Strophen und hat am Ende immer einen Refrain, sodass das ja sozusagen ins Ohr geht. Charakteristisch hier ist, dass das so ein bisschen theatralisch ist. Also seine Kondakia und auch dieses zu Weihnachten, ich habe hier nur ein paar Strophen daraus zitiert, muten fast so an ein, Krippenspiel an, also wo Dialoge geführt werden, wo verschiedene Personen auftreten und so weiter. Also ich kann mal ein bisschen daraus vorlesen. Das, was hier jetzt bei mir als Proömium bezeichnet wird, ist das, was heute noch als Kondak übrig ist, also als dieses Rudiment oder quasi Einleitungsstrophe. Diese Einleitungsstrophe kennen wir. Die Jungfrau gebiert heute den über dem Sein Seienden und die Erde bietet dem Unzugänglichen die Grotte dar. Die Engel singen den Lobpreis mit den Hirten, die Magier ziehen ihren Weg mit dem Stern. Denn geboren wurde für uns ein kleines Kind vor allen Zeiten Gott. Und dann will ich ein paar kleine, von ein paar Stellen zitieren, um dieses Theatralische zu verdeutlichen. Zum Beispiel aus der zweiten bis vierten Strophe. Der Vater der Mutter wurde nach seinem Willen Sohn. Der Heiland der Kinder lag als Kind in der Krippe. Ihn betrachtete die Gebärerin und sprach: Sag mir, Kind, wie wurdest du mir eingesät, wie eingepflanzt? Da sie diese Worte im Verborgenen sprach und ihn anbetete, der das Verborgene kennt, hörte sie die Magier, die das Kind suchten. Sogleich rief ihnen die Magd zu: Wer seid ihr? Die aber sagt zu ihr: Wer bist denn du, dass du diesen geboren hast? Also man sieht hier, das ist so ein Dialog, der, oder mehrere Leute sprechen hier. Eine andere
Art eben sind Troparia, also diese kurzen, für sich stehenden, gewissermaßen für sich stehenden Gesänge, die durch ihre Kürze natürlich auch besonders dicht sind. Und ich will ein Beispiel für ein Troparion Dogmatikon aufführen, also ein quasi dogmatisches Troparion. Aber diese Troparia Dogmatica sind alle an die Gottesgebärerin gerichtet. Und auch das ist charakteristisch für die orthodoxe Theologie, dass es bei uns sozusagen keine Mariologie gibt, also keine Theologie über die Maria. Und wir auch eigentlich vermeiden, über Maria zu sprechen, sondern immer über die Gottesgebärerin oder Gottesmutter sprechen. Und all unser Theologietreiben, wenn wir über die Gottesmutter sprechen, bezieht sich eigentlich auf Christus. Die Troparia Dogmatica richten sich an die Gottesmutter, sind aber dazu da, sozusagen die Christologie zu verdeutlichen, also zu verdeutlichen, wer eigentlich Jesus Christus ist. Zum Beispiel aus der Vesper am Sonntag zum dritten Tod, in dessen Woche wir uns ja jetzt befinden. Wie sollen wir dein gottmenschliches Gebären nicht bewundern, Allehrwürdige? Denn ohne vom Manne zu wissen, hast du teilweise den vaterlosen Sohn im Fleische geboren, ihn, der vor den Äonen oder vor den Weltzeitaltern aus dem Vater mutterlos gezeugt ward, der in keiner Weise Veränderung, Vermischung oder Trennung erlitten, sondern die Eigenheit jeder Wesenheit unversehrt bewahrte. So bitte ihn, Mutter, Jungfrau, Gebieterin, dass errettet werden die Seelen derer, die dich rechtgläubig als Gottesgebärerin bekennen. Also hier sieht man, wie viele theologische Begriffe, die in den Konzilen, über die in den Konzilen gefeilt und gestritten wurde, vereint sind, um sie sozusagen unter das Volk gesungen zu bringen. Ja, und dann habe ich auch den Kanon erwähnt, als so eine besonders komplizierte dichterische Gattung. Der Kanon ist durch seinen Aufbau, dadurch, dass hier biblische Oden und andere Verse kombiniert werden, ein Paradebeispiel für Typologie. Also irgendjemand fragte vorhin, was eigentlich mit Typologie gemeint sei. Typologie ist natürlich, wenn in der Regel meistens im Alten Testament etwas geschieht oder etwas vorgezeichnet wird, was sich nachher im Neuen Testament erfüllen wird oder dann in der Zeit der Kirche. Und weil hier diese alttestamentlichen biblischen Oden mit neuen Versen kombiniert werden, eignet sich sozusagen der Kanon besonders gut, um solche Typologien herauszuarbeiten. Ja, und ich habe hier aus zwei Kanones zitiert, aus dem berühmten Bußkanon des heiligen Andreas von Kret und aus dem Weihnachtskanon des heiligen Johannes von Damaskus. Und wir sehen gleich, ja, auch welche Unterschiede bestehen können. Im Bußkanon heißt es ja, er beginnt mit einem direkten Zitat der ersten biblischen Ode. Der Helfer und Beistand ward mir zum Heil, er ist mein Gott, und ich verherrliche ihn, den Gott meines Vaters, und ich will ihn erhöhen, denn ruhmvoll hat er sich verherrlicht. Und dann beginnt der heilige Andreas von Kreta. Wo soll ich beginnen, die Taten meines bedauernswerten Lebens zu beweinen? Welchen Anfang, Christus, soll ich dem heutigen Weinen setzen? Doch du als Erbarmungsvoller gewähre mir die Vergebung der Sünden. Und weiter. Komm, bedauernswerte Seele, samt deinem Fleische, bekenne dich zum Schöpfer aller, verstumme nicht wie bisher und bringe Gott die Tränen in Reue dar. Also dieser ganze Kanon ist ein Kanon der Askese und des Nachdenkens, ja, des heiligen Andreas sozusagen über sich selbst, über seine Seele. Und natürlich interpretiert er das gesamte Alte Testament und viele Teile des Neuen Testaments. Trotzdem ist dieser Kanon eher von Askese und nicht so sehr von sozusagen Philosophie und Theologie geprägt. Zumindest im Vergleich jetzt mit Johannes von Damaskus. Der beginnt seinen Weihnachtskanon, also seinen Kanon auf die Geburt Christi, natürlich auch mit diesem Überleitungsvers zwischen biblischer Ode und dann dem, was er weiter zu sagen hat. Und dieser Überleitungsvers, da schreibt er schon: Wunderwirkend errettete vormals der Gebieter das Volk, indem er die feuchte Woge des Meeres austrocknete. Also da bezieht er sich auf diesen Durchzug des Volkes Israel durch das Rote Meer. Aus freiem Willen, aus einer Jungfrau geboren, bereitet er uns einen gangbaren Weg zum Himmel. Ihm preisen wir, der sowohl dem Vater als auch den Sterblichen dem Wesen nach gleich ist. Also hier merkt man, dass er eine viel sozusagen stärkere Theologie entwickelt, viel dichtere Theologie entwickelt. Oder in der achten Ode: Die Jünglinge des Alten Testaments, die unversehrt im Feuer stehen, bilden den Leib der Jungfrau ab, der auf übernatürliche Weise das Kind empfängt und doch versiegelt bleibt. Also das ist hier ein Paradebeispiel für Typologie.
Die Gnade aber, die beides mit wundertätiger Kraft vollbringt, treibt die Völker an zum Hymnengesang. Ja, dazu ist noch zu sagen, dass die Kanon des heiligen Johannes von Damaskus so kompliziert waren, weil er versucht hat, sehr viel miteinander zu vereinen. Ein bestimmtes Versmaß, eine bestimmte Art des Reims und des Rhythmus, eine Melodie und dazu eben die Verbindung mit den biblischen Oden. Das wurde dann sprachlich so kompliziert, dass schon ab dem 10. Jahrhundert es extra Interpretationen zu seinen oder eigentlich Erläuterungen seiner Kanones gibt. Ja, ein Resümee möchte ich ziehen. Was versucht die Hymnographie zu leisten? Einerseits natürlich dient sie der Verherrlichung und dem Lobpreis Gottes und seiner Heiligen durch die Schönheit der Dichtung und der Musik und auch durch eine gewisse Komplexität. Also der Mensch hat das Bedürfnis, nicht nur Einfaches zu geben, sondern sozusagen seinen Geist oder seinen Verstand auch herauszufordern. Die Hymnographie dient dem Bekenntnis und der Predigt, der Einführung des Menschen in die Tiefe der Theologie und der Heiligen Schrift und der ökumenischen Konzile. Sie versucht, dadurch, dass es gesungen ist, die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinschaft der Kirche, durch das gemeinsame Bekenntnis, den gemeinsamen Rhythmus und sozusagen eine gewisse Choreografie zu stützen, also das Gemeinsame zu schaffen. Und sie versucht natürlich, ähnlich wie die Ikonografie, wie wir gleich sehen werden, sie versucht, den Menschen zu sammeln, ihn zu konzentrieren, und zwar den Menschen sowohl als Verzeihen, den Menschen sozusagen als Individuum oder als Person, als auch den Menschen als Gemeinschaft, ihn zu sammeln und zu einen. Und auf diese Weise dienen die Hymnen der unmittelbaren, persönlichen, authentischen Begegnung des Menschen mit Gott, und zwar wiederum des einzelnen Menschen, der einzelnen Person, als auch des Menschen als Gemeinschaft.